waren mit dem Boot auf dem See unterwegs und Jesus hatte sich zum Gebet auf den Berg zurückgezogen. Plötzlich gibt es ein Unwetter auf dem See und die Jünger befinden sich in einer wirklich dramatischen Situation. Die Wellen gehen so hoch, dass es fast aussieht, als würden sie sang- und klanglos untergehen. Und auf einmal, so lesen wir in dem Bericht im Markus Kapitel 6, passiert etwas ganz Erstaunliches, etwas Außergewöhnliches, nämlich Jesus kommt über den See den Jüngern entgegen. Und sie sind entsetzt darüber. Es heißt dort, er sah, dass sie mit Wind und Wellen kämpften. Und er kommt ihnen entgegen. Und das ist eine Situation, die ich oft auch in meinem Leben erlebt habe. Da gab es Situationen, wo die Wellen wirklich hochgingen, wo an Rettung in kurzer Zeit, in einer Minute oder irgendwie so, nicht zu denken war. Und ich musste oft über eine Distanz diese Wellen und diesen Sturm in meinem Leben aushalten. Aber der Punkt heute in diesem Text ist für mich die Ermutigung an dich. Es heißt dort, er sah, dass sie mit Wind und Wellen zu kämpfen hatten. Und er kommt ihnen entgegen, er kommt zu ihnen. Und als er zu ihnen ins Boot steigt, da sind sie in Sicherheit und der Wind und die Wellen legen sich. Die Bedrohung, die da war, dieser extreme Kampf ums Überleben, ist mit einer Situation, die Jesus geklärt hat, zu Ende. Er steigt zu ihnen ins Boot und sie sind in Sicherheit. Das kann für dich heute einfach auch bedeuten, die Situation, in der du dich gerade befindest, ob es jetzt eine aussichtslose Situation in einem Befund wegen einer Erkrankung ist oder in den Finanzen, in den Beziehungen, egal in welchem Bereich du gerade so das Gefühl hast, Wellen schwappen über dich, der Sturm tobt und du weißt nicht, wie komme ich da raus, dann kannst du sicher sein, Jesus sieht dich. Er sah, dass sie mit Wind und Sturm zu kämpfen hatten. Und er kommt in deine Situation. Er kommt und steigt in diese Situation quasi ein. Und er verändert diese Situation. Und das ist der Zuspruch, den ich dir heute aus diesem Text geben möchte. Dass du weißt, Jesus ist da. Jesus sieht mich. Es ist ganz wichtig, dass du dich in diesen Situationen von Sturm oder Wellen in deinem Leben nicht so beeindrucken lässt, dass du gar nichts anderes mehr siehst als diese Bedrohung, sondern dass du dich an Jesus wendest, dass du deine Augen erhebst zu ihm hin, dass du ihn bittest, Herr, rette mich, hol mich raus aus dieser Situation, schenke mir Heilung, schenke mir Segen, schenke mir Erfrischung, schenke mir, dass die Dinge sich klären, schenke mir Weisheit und Erkenntnis in der Situation, die mich einfach erfüllen kann und mir einen Ausweg zeigt. Und schenke mir die Kraft, einfach durch die Situation zu gehen, durch diesen Kampf hindurch zu gehen. Und du wirst sehen, dass er an deiner Seite ist. Dass er da mittendrin ist, dass er da hineinkommt und dass er dir helfen will und wird. Ich wünsche dir, dass du weißt, Gott hat mehr für mich.